Bayern-Star Thomas Müller und seine Frau Lisa stehen bei Tierschützern in der Kritik. Der Grund? Auf ihrem Gut Wettelkamm in der Nähe von München züchten sie Pferde. Die Tierrechtsorganisation PETA forderte die Müllers in einer Pressemitteilung auf, die Pferdezucht zu beenden. Auslöser der Aktion war ein Unfall des Deckhengstes King Davy, über den die Müllers auf ihren Social-Media-Kanälen berichtet hatten. Das Pferd von Thomas und Dressurreiterin Lisa sei bei einem ersten Testversuch zur Vorbereitung der Decksaison in der Deckhalle unglücklich ausgerutscht und dramatisch auf die Seite gestürzt. Dabei habe es sich eine Verletzung im Hufbereich zugezogen. Gegenüber Bild kritisierte PETA-Fachreferentin Jana Hoger das Ehepaar. Es ist grausam, dass sogenannte Pferdeliebhaber die Tiere in ihrer Obhut zum unnatürlichen Geschlechtsakt zwingen, um möglichst viel Profit aus ihnen zu schlagen. Die Verletzungen, die sich Davy unter der Aufsicht von Lisa und Thomas Müller zugezogen hat, waren vermeidbar und unnötig. Das Gut Wettelkamm der Müllers ist seit 2021 eine EU-geprüfte Besamungsstation. Jana Hoger sieht darin allerdings keine Rechtfertigung. Das Problem bei Tieren, mit denen Profit gemacht wird, ist, dass vieles einfach legal ist. Wir haben die Hoffnung, dass bei den Müllers und in der Gesellschaft ein Umdenken im Umgang mit Pferden stattfindet. Nach Bildinformationen prüfen die Müllers nun rechtliche Schritte gegen PETA.